Ah. Hallo ihr Lieben, willkommen in diesem Satsang, wie es angekündigt ist. Hallo, schön dich begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Devavan. Hallo ihr alle. Ja, grüß dich. Schönen guten Abend. Hallo Devavan und jeden Tag glücklichen Geburtstag. So wie ihr vielleicht aus dem Titel heraus hören könnt, Satsang, ich weiß nicht, ob für alle die Idee des Satsangs ein Begriff ist. Er kommt ja aus, ist ja ein Sanskrit-Begriff und östlicher Philosophien und Traditionen. Und es war auch so persönlich mein Weg in meinem Erwachen, dass im Erwachen es tatsächlich zu Assoziationen, zu Geistern gezogen hat, die mich verstehen und mit denen ich mich verbinden konnte. Und so ist auch der Ausdruck oder die Übersetzung von Satsang nichts anderes als die Verbindung mit der Wahrheit. Und dass sich dann eine Sangha bildet, wie auch diese Aleph-Akademie ist eine Sangha, ist eine Verbindung von Gleichgesinnten, die sich mit der Wahrheit verbinden wollen und gewillt sind, sich mit der Wahrheit zu verbinden und sich zu erfahren in der Wahrheit als das, was wir wirklich sind, ne? Wie Gott uns schuf. So, das gesagt zu haben, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das machen könnte, weil in meiner historischen Bewegung von der einer göttlichen Erfahrung hin, diese Verbindung und diese Assoziation mit dir und meinen Brüdern und dem Meister, dem Lehrer in mir, mich wiederzuerinnern, hat es mich zuerst in die östliche Philosophie oder in östliche Gefilde gezogen. Das war für mich in erster Linie Indien, aber natürlich auch andere Länder, in denen ich persönlichen Kontakt mit nicht nur einen, sondern mehrfachen Erscheinungen des einen Selbstes, des einen göttlichen Geistes machen durfte, wie ich es jetzt mit dir hier mache und erkennen kann. Und ich habe da einige Jahre verbracht und immer wieder so hin und her gebändelt zwischen Europa und Indien. Und so war es die Form, wie ich es erfahren habe oder wie es für mich zu der Zeit auch attraktiv war, war die Form dieses Zusammenkommen und auch diese Verbindung mit der Wahrheit in der Form von Satsang anzubieten und mich da einzubringen beziehungsweise mich so auszudrücken. Und das ist Leute haben darauf geantwortet, auf diese Einladung, und es hat eine bestimmte Form gegeben, wie wir uns in der Stille beziehungsweise auch uns Ideen angesehen haben. Und aus dem Grunde, auch weil ich diese Erfahrung mit mir bringe, lehre ich mich immer die Notwendigkeit, alle Formen in Frage zu stellen und alle Formen loszulassen, alle Formen dem Heiligen Geist zu übergeben, damit er mir zeigt, was der Inhalt und was hinter jeder Form unangetastet immer wahr ist, wahr gewesen ist und wahr bleiben wird. So, ich möchte diese Zeit, die wir hier miteinander verbringen, weder in eine bestimmte Form von gesprochenem Wort oder einfach in Stille miteinander verbringen, erstmal freigeben und übergeben und mir zeigen lassen, wie immer ich mich in meinem Geist erkennen und erfahren sollte, ne? Wie es mir gezeigt wird auf meinem Weg nach Hause. Um mich dabei im jetzigen Moment erinnern zu können, dass Zuhause auch hier jetzt ist.
so vielleicht, was so für mich spontan in meinen Geist kommt, ist, dass wir sehr wohl diese Zeit benutzen, um, ob es jetzt vorhin offener Raum genannt, offener Space genannt wird oder wie immer, dass wir für uns selber in uns blicken und sehen, ob da etwas ist, was uns einen Ausdruck geben will und das sich ausdrücken möchte mit einer bestimmten Deklaration, wo du stehst, wo wir stehen in unserem Geist, oder ob es auch eine Frage ist, die ins Licht gebracht wird. Und vielleicht, solange nicht größere Nebengeräusche da sind, lassen wir mal die Mikrofone offen, und die das Mikrofon geschlossen haben, die können ja das Mikrofon dann für sich selber öffnen. Und wenn ich irgendwelche stärkere Hintergrundgeräusche mitbekomme, dann kann ich dieses Mikrofon ja auch abschalten. Ja. So, für mich ist die Verbindung mit der Wahrheit tatsächlich nicht auf irgendeine Form begrenzt. Das heißt, selbst die Form, die über Advaita Vedanta nach wie vor großen Anspruch findet, das ja zu tausende Jahre alte Wissenschaft und Praxis ist, die aber erst vor etwa 100 Jahren dann durch Ramana Maharshi wieder erneuert wurde und dann auch als solches weitergegeben wurde in der Ausdrucksweise des Lehrens an meinen Lehrer Babaji, mit dem ich viele Jahre in Indien verbracht habe. Und ich bin da auch mit Leuten, die ihr besser kennt oder die populärer sind als viele anderen, wie Gangaji und Muji, sind wir da in den 1990ern in Satsang mit Babaji gemeinsam gewesen, um dieses Licht zu erfahren und als solches zu teilen in der Sangha, in dieser Assoziation, wie wir zusammengekommen sind, genauso wie wir jetzt zusammenkommen. So, und die Form war meist auch so, dass man ihm einen Brief geschrieben hat, dass man sehr wohl geschriebenes Wort verwendet hat, um sich auszudrücken. Und es oblag dann ihm, ob er den vorliest oder teilt innerhalb der Session, innerhalb des Satsangs, und ob er dann die Person, die es geschrieben hat, auch aufforderte, sich zu zeigen und vor ihn zu treten, um hier eine persönliche und direkte Reflexion im Licht seines Geistes zu teilen. Und das ist auch was, wie diese Tradition fortgesetzt wurde, wie du sie auf YouTube in einer Unzahl von Aufnahmen finden kannst. Also diese Form können wir genauso in den Raum stellen, wenn da etwas ist in deinem Geist, zu dem du dich zeigen möchtest und eine Reflexion haben möchtest, dann kannst du das entweder machen, dass du das Mikrofon einschaltest oder die Hand hebst oder etwas in den Chat schreibst. So, ich werde darüber auch aufmerksam bleiben während dieser Zeit, in der wir uns verbinden. Und zum anderen möchte ich trotzdem auch aufzeigen, dass von einer konzeptionellen Form oder wie es zum Ausdruck kommt, nicht tatsächlich irgendein Unterschied besteht zu dem, wie ich es mich selbst lehre in der Form von einem Kurs in Wundern. Und dass zwar wirklich nur andere Wortwahl verwendet wird, ein anderes Vokabular, eine
Wortausdruck, aber der Inhalt dasselbe ist. Warum es bei Satsang oder in dieser Richtung von Traditionen von Advaita Vedanta, das ist ja eine Branche innerhalb von Yoga, Vedanta Yoga, ne, in der es sich darum handelt, das Ich zu untersuchen und zu seiner Quelle zurückzuführen, dass diese Teile zu befragen, wer diesen Gedanken hat, wer diese Erfahrung hat, wer ein Gefühl spürt, wer eine Situation wahrnimmt, das kommt immer wieder in vielen unserer Sessions durch die verschiedenen Lehrer zum Ausdruck, auch wenn wir einen Kurs in Wundern lehren. So, es ist in Wirklichkeit nicht irgendetwas anderes. Das Einzige, was Jesus uns vielleicht hier als etwas ausführlicher hinzufügt und uns bittet, ist, dass wir nicht nur hergehen und diesen Ich-Gedanken zu seiner Quelle zurückführen und eine Erfahrung zu haben von des universellen Geistes, sondern dass er uns eben auch alternative Gedanken gibt, die tatsächlich die Art und Weise des Denkens über Wahrnehmungen, über eine Welt, die gesehen wird, eine Änderung stattfindet. So die Änderung auf der Geistesebene in Bezug auf, wie die Formen von Satsang handhaben, sind meist einfach nur den Gedanken loszulassen und in der Stille oder in dieser Lichtkraft zu erfahren, wer wir wirklich sind. Und so für mich persönlich, ich hatte natürlich auch eine vollkommene Erwachens- und Aufhebung schon bereits bevor ich überhaupt zu dieser Tradition gestoßen bin, aber dort fand noch einmal in einer zweiten Auflage oder Episode eine Klärung statt von einem vollkommenen Verlust des Selbstes, indem ich erfahren durfte, was meiner Natur und unserer Natur entspricht. Ne? Nun, dass ich überhaupt mich dem Kurs zugewandt habe und dann gesagt habe, okay, ich bin bereit, hier vollkommen neu zu beginnen und hier mit einer Geistesschulung beginnen. Es war, ich hatte bereits Kursinhalte dann kurz nachdem Papaji gegangen ist, 1998 habe ich eigentlich schon fast auf alle Sachen mein gesamte Ausdrucksweise auf den Kurs fokussiert gehabt, aber dass ich dann wirklich das Commitment und das Ja und auch die Notwendigkeit gesehen habe, hier jeden Tag eine Lektion und das systematisch und alles, was meine vergangene Erfahrung mit irgendeiner vorherigen Form war, mal für einen Moment beiseite zu lassen und wirklich nur diesen Kurs machen, das war genau zum Millennium, also vor 21 Jahren. Und das war dann für mich auch, okay, dem gebe ich jetzt eine Chance. Und jetzt möchte ich sehen, was diese Form, die zwar keine andere Erfahrung anbietet, aber was die Form, wie Jesus es im Kurs beschreibt, mir auf, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge denke, hier beeinflusst bzw. verändert und verändern kann. Und das hat es auch gemacht. Und ich spreche nicht, wie ich gerade im Chat sehe, ich spreche nicht von Babaji, ich spreche von Papaji, ne? Der Papa wie der Vater, wie das Väterchen. Ja, Babaji ist jemand ganz anders. Das ist eine ganz andere Tradition auch. Das ist eine ganz andere Ecke von Yoga. Ne? Sondern es handelt sich hier über Papaji. Ja? Oder sein legaler Name war Harilal Puncha. Ja? Puncha ist auch bekannt.
Nun, bevor ich hier die erste, sagen wir mal, einfach dann mit dir einen Moment lang in Stille gehe, möchte ich hier aus dem ganz am Ende des Kurses ein paar Zeilen teilen, die vielleicht auch aufzeigen, wie nicht unterschiedlich eigentlich so verschiedene Traditionen sind und trotzdem, wie Jesus im Kurs dies etwas anders handhabt. So, wenn ich mir anschaue, in den Begriffserklärungen, Begriffsbestimmungen, in der Einleitung, das ist ganz am Ende des Kurses, ja, weil es ja darum geht, in der Erkenntnis oder im Erkennen lassen, in der Zurückführung des Ich-Gedankens, des Sinnes von Ich Bin, was ja im Kurs als Ego, Ego-Glaube, Ego-Realität-Wirklichkeit, Ego-Gedanke, Ego-Begriff und Glaubenssätze beschrieben wird. Ja, das ist ja nichts anderes. Sagt er hier, dass das Ego viele Antworten, das ist im vierten Paragraphen, dass das Ego viele Antworten fordern wird, die dieser Kurs aber nicht gibt. So, das ist meines Erachtens schon eine wunderbare Klarstellung, dass es zwar eine Stimme im Geist gibt, die immer eine Antwort möchte, auch könnten wir das natürlich, und so wir, lernen wir es uns ja auch, wir könnten hier noch tausende Jahre sitzen und immer wieder irgendeine Frage finden, die wir in Satsang bearbeiten oder zurückführen zu seiner Quelle. Ne? Und hier gibt uns Jesus einen ganz klaren Hinweis darauf, dass das Ego das natürlich liebt und mag und natürlich vielleicht auch einfordert, ne? So eine Antwort von Fragen. Aber dieser Kurs gibt diese Antworten nicht. Er begreift das, was nur die Form einer Frage hat und worauf eine Antwort unmöglich ist, nicht als Fragen. Das Ego mag etwa fragen, wie ist das Unmögliche geschehen? Ja, oder wir könnten es übersetzen, wie ist die Welt entstanden? Wie ist das Universum entstanden? Oder wir könnten sagen, wie bin ich entstanden? Das wäre dasselbe, wie zu fragen, wie ist das Unmögliche entstanden? Weil dieses Ich und diese Welt ist, was das Unmögliche ist. Und das üben wir gerade zu Beginn dieses neuen Jahres mit dem Beginn der ersten Lektion an. Weitere Frage, was ist es, dem das Unmögliche geschehen ist? Was ist das, dem das Unmögliche geschehen ist? Das ist eine unmittelbare Frage, wie sie auch in diesen Satsangs gestellt wird. Ne? Wem geschieht diese Erfahrung? Wem geschieht diese Wahrnehmung? Wem geschieht dieser Gedanke? Wem geschieht es, dem das Unmögliche geschehen ist? Und da sind wir direkt bei der Antwort mir. Ja? Mir, ich glaube, es ist mir geschehen. Ich übernehme die Verantwortung und ich akzeptiere, dass ich diesen Gedanken habe. Ja? Und mag das in vielen Formen fragen. Doch gibt es keine Antwort, nur eine Erfahrung. Und das habe ich auch unterstrichen hier im Kurs. Und das ist vielleicht was so, wo ich sehe, wo ein Zeiteinsparen, wo tatsächlich das Wunder sich für uns zeigt und gezeigt hat mit diesem Kurs in Wundern, dass wir zwar Fragen haben, aber letztendlich, und das habe ich auch in meinen Satsangs mit dem Meister Papaji, der für mich kein anderer Meister und kein anderes Selbst gewesen ist, noch jetzt ist, als meine Verbindung mit Ramana Maharshi, meine Verbindung mit dem Master Teacher, meine Verbindung mit Jesus selbst und meine Verbindung mit dir, Name so und so unter diesem Bildchen, dass ich am Bildschirm stehe oder die Kamera nicht eingeschaltet haben,
ich unter Teilnehmern lesen kann. Und hier Zeit einzusparen, wird mich immer zuerst hinführen oder mir klar machen, dass all meine Fragen, ob sie jetzt triviale Fragen sind, wie komme ich von Platz A nach Platz B, ja, was muss ich machen, damit ich nicht erfriere, ja, wie kann ich diese Idee körperlicher Existenz am Leben erhalten? Weil das sind die meisten Fragen, die so im Unterbewusstsein mitgegeben wurden und miterzogen wurden, ohne dass sie als Fragen überhaupt gestellt wurden. Ne? Und das sind so triviale Existenzfragen. Oder ich gehe direkt her und frage zum Beispiel, wie ich begonnen habe. Ne? Wie sollte ich diese Zeit jetzt mit dir verbringen? Ja, wie kann ich hier einen Satsang machen? Ne? Und so könnte ich diese Fragen natürlich, und das ist, was konzeptioneller Geist, Menschengeist macht, immens ausdehnen und also wie ein Baum mit seinen kleinen Verästeln, ne? in seine letzten Knospen verästeln, ohne mich daran zu erinnern oder bewusst darüber zu sein, dass alles, was ich tue, ist, dass ich hier bleibe im Konzept, in Raum und Zeit und durch die Fragestellung immer wieder eine Unwirklichkeit bestärke, ein Ich als ein Körper, ein Ich als eine Person, ein Ich als etwas existierend von Geburt bis Tod auf der Zeitlinie und das in der Frage eigentlich wirklich halte. Und deswegen wird jetzt, egal welche Tradition, das ist wahrscheinlich in allen Traditionen verankert, die dem entgegnet, okay, nehmen wir mal alle Fragen her und schauen wir mal, ob alle Fragen eine Frage reflektieren oder zurückzuführen sind. Und das wäre schon mal ein guter Ansatz, auch hier, wenn wir die Mikrofone in einem Moment vollkommen öffnen, ne? Wenn du aus deinen vielen, aus deiner Anzahl von Fragen als menschliches Bewusstsein nur eine Frage stellen könntest, was wäre diese Frage? Und darüber darfst du mal nachdenken. Du hast eine Frage für alle Zeiten. Und die Antwort auf diese eine Frage wird dich entweder auf der Zeitlinie belassen oder in den Himmel katapultieren, nicht wahr? Und so die Verantwortung für diese eine Frage ist meine, ist deine eigene. Und das ist vielleicht hier auch berührt, ne? Indem er uns eben klar macht, dass es eigentlich keine Antworten gibt auf konzeptionelle Fragen hier. Auf meine Unzahl von Fragen gibt es keine Antwort. Aber es gibt eine Erfahrung, weil wenn ich alle Fragen zu einer Frage zurückführe, dann ist die Erfahrung dessen auch eins. Und eins heißt singulär, das heißt dann tatsächlich ein Geist, göttlicher Geist. Und so wurde diese Thematik oder diese Form, die bereits vor Tausenden von Jahren in den Schriften erwähnt, bereits in der Rig Veda, diese erste Schrift, ich glaube, die ist 6000 Jahre oder so alt, in indische Philosophie, wurde das als Gesang zelebriert und gelehrt. Ne? Diese eine Frage, wer bin ich oder was bin ich? Und auch dann der Ausdruck davon als Antwort des göttlichen Selbstes. Jesus sagt dann weiter in dieser Einleitung zu den Begriffserklärungen, suche nur diese Erfahrung und lass dich nicht von der Theologie aufhalten. Du wirst feststellen, dass strukturelle Fragen im Kurs nur kurz und zu Beginn betont werden und danach und bald schon fallen sie weg, um Raum für die zentrale Lehre zu schaffen. Und da du jeden um Klärung gebeten hast,
gibt er uns dann in den Begriffserklärungen hier einige Begriffe, die verwendet werden. Und wenn ich zum zweiten Begriff gehe, um hier noch ein bisschen mit dir etwas zu teilen, ist es genau das, worauf auch jeder, sagen wir mal, ob jetzt Satsang-Geist oder erwachter Geist mit was immer für einer Tradition und so natürlich auch mit dem Kurs den Geist erkennen lässt, ne? Nämlich die Nicht-Existenz der Persönlichkeit des Ich-Gedankens und der daraus fabriziert gemachten Welt oder des gemachten Universums, wie es wahrgenommen wird. Und in der zweiten Begriffserklärung wird es als das Ego noch einmal angeschaut, definiert und dem Wunder entgegengestellt. Auch kein Zufall. Und hier wird gleich zu Beginn die Frage gestellt, in dieser Aussage, dass Illusionen nicht andauern, dass der Tod sicher ist eben im menschlichen Konzeption und nur das ist in der Welt gewiss. Nur das ist in einer temporalen Ablauf von einem Ich-Sinn, von einer Ich-Existenz gewiss. Ja? Was ist sicher? Das ist die Frage auf Englisch und die Antwort ist, das kommt auch in Spielfilmen vor, Tod und Steuern, ne? Death and Taxes. Du darfst lachen. Und deswegen ist es auch die Welt des Egos, sagt er. Ne? Und hier kommt die Frage, was ist das Ego? Und das wäre dieselbe Frage, wie er vorhin bereits in dem letzten Abschnitt des Übungsbuches gestellt wurde, was bin ich? Ne? Weil was ist das Ego? Ist, was bin ich als diese begrenzte Idee über mich selbst, diese vergängliche Idee über mich selbst. Ein Ich, das geboren wurde, das sich anscheinend entwickelt und hinentwickelt zur Auslöschung, zum Tod. Bin ich das wirklich? Und wenn du genau hinblickst, du bist genau hier in diesem Forum und in dieser, in was immer für eine Verbindung mit der Wahrheit, weil du nicht mehr zufrieden warst mit den Antworten, wie sie dir gegeben wurden von der Welt. Ja. Wie sie dir von deinen Eltern, von deinen konzeptionellen Lehrern, von deinen etablierten Religionsführern gegeben wurde. Ja. All das war nicht mehr zufriedenstellend. Und die Frage war da, okay, bin ich das wirklich? Weil es sowieso alles auf Körperausdrucksweisen reduziert war. Oder bin ich mehr? Und hier gibt er uns die Antwort darauf, als Definition in diesen Begriffserklärungen auf die Frage, was ist das Ego? Und ich liebe seine Antworten, die sind mehrfach, da könnte man wirklich auflisten und dann schön Grafik machen oder was und einblenden. Nur ein Traum, das ist seine erste Antwort. Was bin ich? Nur ein Traum. Was bin ich als Körper, als eine Ich-Vorstellung, als eine Person? Nur ein Traum. Ein Traum dessen, was du wirklich bist. Ein Traum dessen, was ich wirklich bin. Ein Gedanke, sagt er weiter, ein Gedanke, dass du getrennt von deinem Schöpfer bist. So alles, was ich wahrnehme über mich in Veränderbarkeit, was kommt und geht, ja, ist ein Gedanke, indem ich mich getrennt von meinem Schöpfer wahrnehmen kann. Und du siehst schon, allein diese Aussage weist uns hin, will ich das so? Will ich das weiterhin so? Habe ich genug davon? Habe ich nach wie vor Nutzen davon? Und nur du in deinem Geist, nur ich in meinem Geist, wir geben uns die Antwort. Wir brauchen dafür keine Konzepte. Wo immer wir ganz persönlich stehen in unserer Transformation, was wir suchen, ist Ehrlichkeit mit uns selbst. Weil die Ehrlichkeit wird der schnellste Weg sein.
Und er sagt dann weiter, und so ein Gedanke und ein Wunsch, das zu sein, was er nicht schuf, er großgeschrieben. Ein Wunsch, das zu sein, was der Schöpfer, was Gott nicht schuf. So, wir alle kommen davon, nicht wahr? Und haben es als wertvoll gesehen, uns als Körper zu identifizieren, zu zeigen, zu was immer, darzustellen, zu exponieren, zu verschönern, zu bereichern. Und all diese Ideen als oder um und in Bezug auf Körperlichkeit ist ein Wunsch, das zu sein, was Gott nicht schuf. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Ne? Das ist ein direkter Faustschlag auf die Nase, würde ich sagen. Das ist ein Knockout. Davon erholt sich niemand mehr. Ne? Wenn ich das verinnerliche, oh mein Gott, jeden Moment, in den ich verwenden würde und verwende, um mich irgendwie als Körper, und wenn ich in die Küche gehe und mir was koche, um etwas, eine Lebensvorstellung zu unterstützen und zu verlängern, ist es ein Ausdruck eines Wunsches, das zu sein, was er nicht schuf. Unglaublich, ne? Es ist ein Ding des Wahnsinns, sagt der nächste Satz. Und überhaupt keine Wirklichkeit. Und ein Name für die Namenlosigkeit. Damit bringt er schon zum Ausdruck, dass wir alle überhaupt keinen Namen haben. Wir sind alle namenlos erschaffen worden. Unsere perfekte, vollkommene Schöpfung ist vollkommen namenlos. Und ein Name für die Namenlosigkeit, das ist alles, was es ist. Das ist alles, was ich bin. Ein Symbol der Unmöglichkeit. Das ist eine Liste. Und ob sie dir gefällt oder nicht, irgendwo denke ich, geht dein Herz auf und lächelt hier mit mir, nicht wahr? Und weil du, oh, endlich, ne? Das ist auch tatsächlich, was ich bekräftigen möchte für mich. Ne? Ein Symbol der Unmöglichkeit, eine Entscheidung für Wahlmöglichkeiten, die nicht existieren. Wir benennen es nur, um uns verstehen zu helfen, dass es nichts als ein uralter Gedanke ist, dass das, was gemacht wurde, Unsterblichkeit hat. Aber was könnte davon kommen, außer einem Traum, der wie alle Träume nur im Tod enden kann? Und du siehst, es geht immer um die Frage, stimme ich nach wie vor zu, dass ich ein Sterblicher, ein Mortaler bin, oder stimme ich zu, dass ich Unendlichkeit bin, dass ich Unsterblichkeit als mein Wesen akzeptiere. Und die Kurzfassung in der Definition, was das Ego ist oder was ich bin als ein Ego, ist ganz einfach: nichts, aber in einer Form, die wie etwas zu sein scheint. Nichts, aber in einer Form, die wie etwas zu sein scheint. So, mit dem belasse ich es mal. Werde hier kurz ein paar indische Töne hinzu einfügen und mal sehen, was ihr uns geschrieben habt im Chat. Und dann machen hier mit, was immer sich für Idee präsentiert, weiter. Okay? Okay. Gut, hier habe ich Elke. Elke, magst du dich vielleicht auch zeigen mit Video?
Elke hat uns hier etwas geschrieben, und zwar geht es um die Idee, dass mich Gott nicht will. Ja? Ich habe Angst, dass Gott mich nicht will, weil ich keine Selbstliebe spüre. Okay. Wenn du magst, kannst du dein Mikrofon anmachen, Elke. Ja, Peter. Ja, Peter, ich liebe mich selbst nicht. Was? Hörst du mich, Peter? Okay, Elke, kannst du mich hören? Ja. Ja, okay. So. Und, lass uns mal einfach die Idee der Selbstliebe als eine Idee der Liebe aufmachen. Ne? Und alle Ideen, die mit Liebe zusammenhängen, die übergeben wir dem Heiligen Geist. Die lassen wir einfach mal los. Ganz besonders haben wir ja Ideen von Liebe in Beziehungen. Und so ist das ja auch die Selbstliebe, eine Beziehung mit mir selbst, mit dir selbst. Und das lassen wir alles mal beiseite. Im Verständnis, das sind alles diese Antworten, die ich mir selber gebe ständig, die ich aber wirklich nur aus der Vergangenheit mitgebracht habe. Und ich bin einfach ganz zufrieden und in Frieden, wenn ich jetzt in mein Inneres blicke, wie du kannst das jetzt mit mir, mit uns machen. Ja? Und du blickst einfach in dein Inneres und hast keine Idee über Selbstliebe. Mir fällt dazu ein, dass wie ich auf die Welt kam, kam mein Vater zu meiner Mutter ins Krankenhaus, hat sich rumgedreht und hat gesagt, die will ich nicht. Mhm. Okay. Und seitdem laufe ich immer ohne Selbstliebe rum. Großartiges Beispiel. Ne? Das ist eine direkte Einladung. Das ist eine Extremsituation, der ich vergeben darf. Ne? Willst du dieser Idee, diesem Bild, diesem Wahrnehmungsbild vergeben? Bist du bereit, das zu vergeben in ihm und so auch in dir? Also wir haben heute schon mit der Andrea eine wunderschöne Übung gemacht mit dem Vergeben. Nee, du, schau, stopp. Das hat nicht funktioniert oder du hättest jetzt nicht die Idee. So, alles, was du erfahren hast bislang, die wunderschöne Erfahrungen waren, haben nicht funktioniert. Sonst wäre die Idee dieses Grolls oder dieser, sagen wir mal, dieses Angriffsgedankens nicht mehr gegenwärtig für dich. Du hast jetzt einen Versuch, genau wie du jetzt bist und hier und jetzt, neu für dich in Erfahrung zu bringen, ohne Vergangenheit, ohne Verbindung zu etwas, was schön war oder etwas, was hässlich war, sondern genau so, wie du jetzt bist. Und das ist eine Frage. Bist du bereit, dieses Bild in dir zu vergeben? Zählt da auch dazu, dass ich das Gefühl habe, keinen Platz in diesem Leben zu haben? Ist das auch eine Illusion von mir? Ich meine, die Wahrheit ist, was nicht wirklich ist, kann ja gar keinen Platz einnehmen und kann damit gar keinen Platz haben. Das heißt, meine Idee, ich leide darunter, keinen Platz in dieser Welt zu haben, ist vollkommen bedeutungslos, weil ich ja gar keinen Platz einnehme. Ja, und du weißt das genauso. Ne?
Aber die Idee, dass ich nach wie vor unter etwas leide, was angeblich in der Vergangenheit zum Ausdruck gebracht wurde, bedarf meiner Präsenz. Das heißt, ich muss eintreten in eine Erfahrung. Diese Erfahrung wird mir durch Vergebung angeboten. Ja? Das kann ich nicht vernunftmäßig so mir erklären. Ne? Ich kann nicht wirklich sagen, na, ist ja gar nicht passiert. Natürlich ist es nicht wirklich passiert. Aber für dich ist es als sehr wirklich erfahren worden und hat dein Leben geprägt sogar. Ne? So, das heißt, ich gebe mir Erlaubnis, wieder da einzutreten in diesen Schmerz. Und dieses Eintreten in den Schmerz bedarf Vergebung. Vergebung heißt, ich bin bereit, weiter zu blicken als das Urteil, dem ich der Situation auferlegt habe. Ich bin bereit. Okay. Du machst es jetzt. Ne? Das Bereitsein heißt, du bist jetzt bereit. Und wenn du jetzt bereit bist, dass da nicht ein Vater oder irgendjemand dir irgendetwas Negatives oder Schmerzhaftes verursachen wollte oder verursacht hat, was kannst du dann sagen? Was ist dann deine Erfahrung? In der Verbindung in deinem Geist mit dieser Assoziation, wie du es bislang wahrgenommen hast. Also wenn ich ihm jetzt vergebe, dann brauche ich ihm nichts mehr nachtragen. Sehr gut, sehr gut. Was ist deine Erfahrung, wenn du ihm, das heißt auch dir selber, nichts mehr nachträgst? Dann könnte ich mich auch selbst lieben. Sieh, blick einfach auf, was ist deine Erfahrung momentan in deinem Inneren? Und benenne es ganz spontan. Und es könnte alles sein. Ne? Es könnte durchaus, aber wenn du irgendetwas finden kannst und es benennen kannst, dann bist du willkommen, das mit uns zu teilen. Also alle meine letzten 5 Kündigungen durch Arbeitgeber bestätigen mich immer wieder in dem Glauben, dass ich nicht gewollt bin. Und selbst wenn ich das als Illusion annehme, es bleibt, ich bin arbeitslos. Jetzt kann ich sagen, ich trenne mich von dem Gedanken, ich bin arbeitslos. Stopp, wieder einen Moment. So, was du jetzt machst, ist, du hast ein zweites Loch, das sich geöffnet hat. Ne? Wir hatten gerade den Schmerz des Ausdrucks des Vaters, dass du nicht gewollt bist in dieser Welt. Ja? Jetzt hast du ein zweites Loch geöffnet. Ja? Du kannst dieses zweite Loch einfach gleichwertig behandeln und auch mitnehmen. Aber es ist besser, es erstmal in Erfahrung zu bringen mit einer Erinnerung, einem Bild. Ja? So bleib einen Moment lang bei dieser Assoziation deiner selbst als dein Vater und diesen Schmerz, wie er dich begleitet hat für so lange Zeit. Und du hast jetzt gesagt, du bist bereit, in der Vergebung hier Liebe zu erfahren. Ja? Und ich habe dich darauf dann gefragt und gebeten, ob du das beschreiben kannst, was wirklich deine Erfahrung ist in deinem Geist. Aber mit in dieser Verbindung, dass du diese Verantwortung annimmst, dass alles in deinem Geist ist und dass du es nicht mehr länger als einen Gegensatz, als einen Angriff sehen möchtest und halten möchtest. In dem Sinne, du bist gewillt, es in Frieden zu bringen. Und was ist jetzt momentan deine Erfahrung davon? Ich spüre sowas wie inneren Frieden. Etwas ganz Zartes ist es, ne? Etwas ganz also ein ganz, ganz zartes Pflänzchen, was so, ja, so wie ein Baby, was halt aufstehen will, aber noch nicht weiß, ob es laufen kann oder wieder hinfällt. Genau, genau. So fühlt es an. Und das lass es einfach so sein. Ja? Lass das einfach so sein
und behüte nun dieses Baby in dir. Ne? Das heißt, ich behalte es in meinem Gewahrsein. Ich behalte es, ich wertschätze es in meinem Bewusstsein. Ja? Mhm. Ich stelle es, ich schmeiße es nicht sofort wieder in eine Ecke, wenn sich das nächste Loch aufmacht, sondern ich nehme es mit, wenn sich das nächste Loch aufmacht. Ja? Es ist ja okay, es mögen durchaus viele Löcher sich aufmachen und sich zeigen und da springt irgendwas raus. Ne? Aber ich kann dieses zärtliche, innere, friedvolle Kind, Baby mitnehmen in all die Situationen. Und das ist der Beginn. Ja? Und das ist, was wirklich Geistesschulung ist, dass ich das mitnehme in all meine Situationen. Weil du wirst wieder eine Reflexion bekommen, die dich erinnert an das Vergangene. Und wenn du das Kind lebst in dem Moment, wirst du nicht weder in eine Depression noch in einen Schmerz verfallen müssen, sondern du kannst, genauso wie du es jetzt gesagt hast, in Frieden sein und sehen, wie sich dieser Friede stärkt in dir, sehen, wie dieser Friede kommuniziert, sich ausdehnt, ob jetzt dein Vater noch lebt oder nicht, ob er da ist oder nicht, ob er körperliche Form sich zeigt oder nicht, ja, weil das ist sowieso alles im Geist und geistig. Aber wie du siehst, es geht immer um unsere eigene Erfahrung. Es geht um mich in meiner Erfahrung mit diesen Themen, wie sie sich in meinem Geist zeigen. So, bist du bereit, dieses innere, friedvolle, zärtliche Kind mitzunehmen, wohin immer du gehst, Elke? Wir hören dich nicht, dein Mikrofon musst du wieder einschalten. Kannst du dein Mikrofon einschalten? Ich weiß nicht, warum. Ich habe nichts ausgeschaltet bei dir. Mal sehen, ob ich da dir helfen kann. Ich kann nur hier auf Ask to Unmute. Jetzt. Danke. Ja. Also ich spüre das kleine Baby und die zarte Pflanze wie auf dem Schoß sitzen. Und ich danke dir, dass du mir den Weg und die Brücke gezeigt hast und mir auf die Brücke geholfen hast. Und jetzt gehe ich allein über die Brücke. Genau, und du hast uns geholfen, du hast mir geholfen. Ich werde jetzt wieder ganz bewusst einfach nur so ein paar Töne spielen und wir alle hier im Raum, ne, das sind ja die fast 50 Leute hier mit dir, 50.000 Assoziationen deiner selbst sind in diesem Raum und wir alle werden jetzt in unser Inneren, im Herzen unseres Herzens dieses Kind, dieses zarte, friedvolle, diesen zarten, friedvollen Ausdruck für ein paar Sekunden einfach in unseren Armen tragen und wertschätzen und mit diesem Kind auch sprechen, dass wir gewillt sind, es mitzunehmen. Das ist wirklich, das ist die Lektion. Das ist Nummer 41, ne? Gott geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Das ist dasselbe wie diese zarte Pflanze, die ich gerade erfahre, geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Ich gebe ein Commitment dafür ab. Ja? Ich lasse das zu. Und ich muss nichts wissen, wie ich Dinge handhabe, aber ich bin bereit, dieses zarte Pflänzchen, diese Heiligkeit des Kindes mit mir mitzunehmen. Okay, lass uns das mal für einen Moment in Stille verinnerlichen. Okay, ich möchte da noch ein bisschen bekräftigen, und zwar, weil das ist ja wirklich was, Christus sein lassen und Christus einladen und mit Christus sein bedeutet. Ne? Und die Idee, Gott will mich nicht,
ist ja nur eine Projektion aus der Idee, ich hasse mich selbst und ich will mich selbst nicht. Ne? Und Gott ist ja nicht da, der bestimmte seiner Schöpfungen will und andere nicht will und uns beurteilt als das, was wir als Mensch, Persönlichkeit oder Körper tun oder nicht tun. Ne? Das ist ja nicht Teil Gottes. Gott liebt seine Schöpfung, weil er weiß, dass er sie in Vollkommenheit und Liebe und Licht erschaffen hat. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen anderen Willen als diesen Willen der einen einzigen Erkenntnis. Und natürlich ist uns das mitgegeben auch, dass wir diesen seinen Willen, seine geliebten Schöpfung zu sein, für uns akzeptieren. Und wenn ich das nur beginne, konzeptionell zu akzeptieren, wird es mich zu Erfahrungen führen, in denen mir diese Erfahrung im Inneren meines Selbstes zeigen wird, dass dem so ist und dass das wahr ist. Und dass Gott tatsächlich genau diese Energie, wie es Elke beschrieben hat, dieses zarten, friedvollen Seins, Selbstes, Kindes, das sich erfährt in der Verbindung mit unserem eigenen Selbst. Ne? Weil die Verbindung mit dem Selbst wurde immer in Zusammenhang gebracht mit dem göttlichen Selbst. Ne? Aber Jesus hat uns in der Bergpredigt mitgegeben, liebe deine Feinde. Ne? Das heißt, wie kann ich zur Liebe eines Feindes in meinem Geist kommen, außer dass ich mich mit ihm verbinde. Das heißt auch, dass ich für einen Moment lang eingestehe und den Schmerz spüre und dann weiterblicke. Ne? Und dieses Weiterblicken üben wir auch mit den Lektionen. Ne? Wenn ich hier das anwende, ne, ob es eine Fliege oder eine Fliese ist, ne, ich spreche von Fliegen in letzter Zeit mehr, oder ob es der Vater, Mutter oder Kinder oder wer immer ist. Ne, ich habe allen Dingen, alles, was ich sehe, alle Bedeutung gegeben, die es für mich haben. Ne? Aber nichts, was ich sehe hier in der Welt, was objektive Wahrnehmung ist, hat irgendeine Bedeutung. Ne? Das allein eröffnet mir bereits mein Sein mit dem inneren Kind. Und somit ist auch die Wahrnehmung von Frustration und Depression, wird auch klar gesehen, dass es nichts anderes ist als ein Versuch, eine Begrenzung wirklich zu halten. Ne? Das heißt, der Geist sagt sich dann selber, nein, das muss ja so sein, der Feind muss ja der Feind sein und der Angriff muss ein Angriff gewesen sein und ich bin jetzt das Opfer dieses Angriffes, ne? Und ich bin seitdem eben mit mir selbst nicht mehr fähig, mich zu lieben oder wie auch immer. Ne? Und das sind alles nur Selbstkonzepte, an denen festgehalten wird. Und diese Selbstkonzepte verändern sich in der Anwendung dieser täglichen Lektionen, dieser Ideen, wie sie uns Jesus, wie sie uns der göttliche Geist gibt und bietet. Okay. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Ich habe hier eine private Nachricht bekommen. Mal schauen, ob ich das überhaupt teilen darf. Mich hat es zuweilen irritiert, dass zuweilen im Kurs von Lehrern betont wurde, dass Meditieren völlig bedeutungslos ist. Natürlich könnte man fragen, sagen, wer meditiert. In meinem Erleben habe ich es als sehr wertvoll erlebt, gerade in dieser Erscheinungswelt den Blick nach innen wenden.
wäre es sonst nicht auch eine besondere Liebesbeziehung zum Kurs, wenn andere Wege nicht auch fruchtbar nach Hause führen könnten? Genau das möchte ich ja nicht absondern. Ich habe das jetzt direkt dir geschrieben, da ich nicht klar darüber bin, ob das momentan alle angeht, obwohl ich ja alle bin. Ja, also obliegt dir, meine liebe Schwester, ob du das, ob du dich hier jetzt zeigen möchtest oder offenlegen möchtest. Aber als Thema selbst kann ich schon mal etwas dazu sagen. Und zwar, das ist ja auch schon eine Idee, eine Selbsteinschätzung von eine beurteilende Selbsteinschätzung, okay, das sind meine Methodiken oder meine Praktiken, meine Formen von Meditation, meine Formen, mich zu erfahren, meine Formen des Mich-Lehrens und des Lernens. Ne? Und all das, sollen wir wissen, kann ihn zusammenführen oder in Bezug mit dem urteilenden Geist. Ne? Ich brauche Urteil, um es auseinanderzuhalten. Um mir sagen zu können, hier sind die Unterschiede, das ist so und das ist so und das ist so. Ne? Aber der urteilende Geist, den sind wir ja gewillt loszulassen. Ne? Wir sind ja gewillt nicht zu urteilen. Das ist ja einer der Hauptinstruktionen, wie Jesus sie uns gibt. Ne? Urteile nicht. Ne? Weil solange ich urteile, werde ich mich hier befinden, genau in dem Rahmen meiner Gedanken. Wenn ich aber hergehe, nicht zu beurteilen, was kann ich denn dann wirklich sagen über Unterschiede in Formen und in Praktiken? Du siehst, selbst etwas zu sagen und Unterschiede zu machen, Kurs hin und her und Meditationen, ob jetzt westliche oder östliche, hier und da und Unterschiede herauszukristallisieren, stärken wieder nur das urteilende Ego. Und deswegen gebe ich ja auch auf solche Art von Fragen immer dieselbe Antwort. Die ist, sieh einfach nur hin, was dein Weg jetzt ist. Und dass dein Weg, in dem du dich jetzt erfährst, genau der richtige Weg ist und dir das Beste anbietet zur Erlösung. Die Erlösung in dem Sinne heißt die vollkommene Befreiung aus den Konzepten. Nicht wahr, Daniel? Und so diese Befreiung aus den Konzepten ist dann ein Annehmen oder ein Zustimmen, okay, hier bin ich und das ist, wie ich die Richtungsweisung erfahre, wie ich die Instruktionen erfahre von außerhalb von Raum und Zeit oder vom Meister selbst. Und ich vertraue für einen Moment lang, mehr kann ich eh sowieso nicht tun, ja, ich kann nur vertrauen in das, was mir gezeigt wird. Und vielleicht braucht es einen Moment lang im Üben, damit ich auch verstehen lerne, dass, wie es mir gezeigt wird, immer, ohne Ausnahme, zu meinem besten Interesse ist. Auch wenn ich meine, es sei nicht zu meinem besten Interesse. Mein Bruder zeigt mir gerade etwas, was ich meine, ist nicht zu meinem besten Interesse. Bedeutet, es ist trotzdem zu meinem besten Interesse. Das sind auch Lektionen, die wir in ein paar Wochen im Kurs üben werden. Aber das ist einfach Tatsache. So, wenn ich das akzeptiere, dass alles zu meinem Besten ist und dass ich immer bestens geführt werde, selbst wenn es sehr egohaft aussieht, bietet es mir trotzdem eine Aktion im Geist an, die ist, ich bin immer frei zu wählen. Letzter Abschnitt im Textbuch. Wähle neu. Warum würde er nach, stell dir mal vor, 31 Kapitel, immenser Download von allem und alles, was mein Bezug zu meinem Traum beinhaltet, ganz besonders Beziehungen, und dann stellt er mir frei, neu zu wählen. Weil der Geist tatsächlich dort sein soll, jeden Moment neu für die Wahrheit zu wählen. Und diese Wahl für die Wahrheit ganz oben stehen zu lassen und es nie als etwas Altes verstehen, sondern immer als etwas ganz Frisches in dem Moment und als solches erfahren. Und somit wird jetzt mein Bezug zu dem, wie ich geführt werde, wie der Weg mir gegeben wird,
ob jetzt als Praxis, als Gedanke, als Hinweis, als ein Augenzwinkern oder als ein stundenlanges, was immer für Meditationsform, etwas ganz, ganz Persönliches für mich selbst. Ja? Und ich habe keine, noch einmal, wir alle haben keine andere Wahl, als dem zu vertrauen, aber wir haben die Macht der Entscheidung. Ich kann immer sagen, das hat jetzt wunderbar funktioniert, jetzt wähle ich neu, zeig mir einen schnelleren Weg. Ja? Aber all das, worüber wir sprechen, von verschiedenen Wegen, verschiedenen Formen, verschiedenen Praktiken, möchte ich ganz klar hin fokussieren auf einen Weg, eine Übung, einen Moment, ein Gedanke. Und das ist mein Weg, meine Übung, mein Gedanke, meine Umwandlung. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dir los ist. Ich weiß nicht, wie du das machst. Es interessiert mich auch überhaupt nicht. Du solltest dich auch nicht interessieren, was irgendjemand anders macht. Weil das ist, wenn wir beginnen zu, wie heißt das schnell, zu, wenn wir, Gott, mir fehlen die deutschen Worte schon, klatschen, Klatsch heißt es, ne? Das Klatschen ist. Ne? Nein, es ist Zeit, den Klatsch aufzuhören oder den Klatsch so zu genießen, dass er mir zeigt, aha, es geht tatsächlich nur um mich. Und all mein Klatsch führt mich auch dahin, anzuerkennen, hinzublicken, ja, wie funktioniert denn das überhaupt für mich? Und funktioniert es für mich? Und das ist wirklich, was uns alle interessiert. Ne? Wer immer diese Schwester ist, die ich sehr wertschätze und persönlich auch im persönlichen Kontakt kenne, teile mit deinem Selbst, mit deiner Sangha, mit deiner Assoziation, mit deiner Gruppe, wie es für dich funktioniert. Sei du Beispiel für deine Welt. Das ist mehr als ausreichend. Mehr bedarf es nicht. Alles, was ich hier tue, ist nur, ich gebe Beispiel, wie es für mich funktioniert. Und auch das tue ich in Wirklichkeit nur für mich, damit ich daran glaube, damit ich daran mein Vertrauen bestärke, damit ich damit eine Erfahrung in meinem Geist haben kann und erkennen kann, dass ein beobachtendes Ich vollkommen bedeutungslos ist. Da ist kein Resultat dazu, da ist kein Ausgang, der einen Wert hätte aus einem beobachtenden Ich oder einem austauschenden Ich. Wieder mal, das ist meine Hymne, so einfach ist die Erlösung. Wir sind jetzt schon 15 Minuten über der begrenzten 1-Stunden-Zeit. Ist es noch okay, wenn wir einen Moment weitermachen? Immer, immer. Devavan, magst du nochmal, du hast am Anfang von YouTube gesprochen, dass man danach gucken kann, in zigtausend Videos, magst du das nochmal sagen, wie man das findet? Ja, also ich bin zum Beispiel, wenn ich mir was anschaue, und das schaue ich mir sogar fast regelmäßig an, ich mache einfach auf YouTube die Search, wie es oben schon jemand geschrieben hat, Papaji. Ja. Papaji, und dann, da gibt es ein Papaji-Konto auf YouTube, und da werden auch fast jede Woche wird ein neues, momentan arbeiten sie daran, das sind Brüder in Australien, und die geben da, das wurde alles mit Video aufgezeichnet in den schon geht Ende der 80er und dann ganz besonders in den 90er Jahren, und die werden teilweise ein bisschen editiert, aber sonst so raufgegeben, wie es stattgefunden hat oder zusammengeschnitten, weil diese Sachen sind oft ja auch 2-3 Stunden gelaufen. Das schneiden sie meistens so auf 1 Stunde oder so zusammen. Aber so einfach der Kontakt, das ist für mich Jesus, weißt du? Das ist der Christus in mir, da ist kein Unterschied, das ist ja nur eine andere Form. Ne? Aber das ist wichtig, dass ich mich das auch erinnere. Ne? Verstehst du? Ich folge immer der Lehre von Jesus Christus, Götzen loszumachen. Ja? Und die vollkommene Klarheit habe ich in der Assoziation mit Jesus Christus in dem Kurs wirklich verstehen lernen dürfen. Ne? Das war mir sogar mit der Assoziation im Osten noch gar nicht so klar. Ne? Aber das sind auch wieder ganz persönliche Entwicklungen, die wir durchgehen und jeder von uns durchgehen muss, bis wir ankommen und zu sehen, da ist keine Besonderheit in irgendetwas, was wir als großen Meister anerkennen.
aber ich erkenne die Reinheit und die Klarheit und die Lichthaftigkeit meines wahren Selbstes an. Dass ich sehr wohl einfach nur danke, danke, danke für alle ewigen Zeiten beantworten werde. Ne? Und in dem Sinne, auch wenn sich Formen verändern, wie es sich bei mir verändert hat, bei mir hat so ausgesehen, oh, Papaji hat sich verabschiedet 1997, dann habe ich selbst mal so ein, zwei Jahre mit verschiedensten, auch so Brüdern aus Satsangs, mich verbunden. Und dann ist ganz stark reingekommen, ob ich nicht dieser Form eines Master Teachers eine Chance geben möchte, mich zu reflektieren. Ich wusste von Anfang an, dass diese Form von Master Teacher nicht ein Körper ist. Ich wusste von Anfang an, ohne dass ich ihn überhaupt gesehen habe als Form oder getroffen habe als Form, dass er mein dasselbe reine, wahre Selbst reflektieren wird und mir meinen Geist zeigen wird, wie es Papaji tut. Und das ist zeitlos, verstehst du? Alles, was wahr ist, ist immer zeitlos. Das ist immer jetzt ein Geist, ein Selbst. Und natürlich kann ich in der Geschichte erzählen, okay, 1900 so und so, 1993, als ich dort hinkam nach Lucknow in Indien und hier ist meine Geschichte meiner Auflösung und wie ich mich mit ihm getroffen habe und was ich habe noch Transkripts von all den Briefen, die ich ihm geschrieben habe und was er geantwortet hat drauf. Und ich kann das alles teilen. Letztendlich ist es die Stimme jetzt, die mich darauf hinweist, dass es nur eine Wahrheit gibt und dass wir in der Wahrheit geblieben sind, wie wir erschaffen wurden. Und Verbindung? Für mich wirklich erst der Kurs, der da richtig reinschlägt in die Kerbe. Ich habe mich nicht selbst erschaffen. Ja? Ich habe mich nicht selbst erschaffen. Ich habe nur eine bedeutungslose Welt erschaffen. Ich bin eine vollkommene und ganze Schöpfung Gottes selbst. Ich bin, wie heißt die Lektion? Für ewiglich eine Wirkung Gottes. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Eingeständnis, was in der östlichen Philosophie meist nur durch die Erfahrung selbst gelehrt wird. Ja? Aber oft dann, und das ist aber der Grund, wenn da Unklarheit ist, und ich war da genauso, wenn ich das aus der Geschichte erzähle, da habe ich Götzen geschaffen oder Götzen gehalten. Ne? Als das rein klar wurde mit Jesus, war klar, okay, ich brauche jetzt auch keinen Götzen erhalten. Ich brauche nur in der Dankbarkeit mein reines Selbst anerkennen und erkennen. Ja. Wow, Devavan, ich danke dir für deine Erfahrung mit Indien und mein Herz geht so auf, weil ich war selber zweimal dort und ich war eben vorher auch sehr mit der östlichen, bin ich sehr Tradition verbunden und auch mit Yoga. Seit 10 Jahren praktiziere ich Yoga und Meditation und ja, das ist auch so mein Weg vor dem Kurs, der mich ja auch schon lange begleitet. Aber jetzt habe ich eben auch das Gefühl, der Kurs, da ist jetzt die Vervollständigung. Jetzt kommen so viele Antworten rein, so wie so ein großes Puzzle, das jetzt gerade so vervollständigt wird. Cool. Danke dir, danke. Ja, kann dir schon lang zuhören, danke. Ist das, danke dir. Und dann ist es auch, dann kommt es mehr auf den Punkt, wie geht es mir jetzt und wie erfahre ich mich jetzt mit dem, was ich, ob es jetzt YouTube ist, konsumiere oder jetzt in unserem virtuellen Treffen ist oder in einem Präsenztreffen ist. Es geht dann wirklich nur darum, wie erfahre ich mich jetzt. Ja? Und ich bin bereitwillig, dahin zu blicken und ehrlich mit mir zu sein. Ja? Das ist, worum es geht und um nichts anderes. Alles andere sind wirklich alles diese Fantasiegebilde, als ob das irgendeine Besonderheit hätte. Ne? Ob wir jetzt ich habe ein bestimmtes Training durchgemacht, was mir erlaubt, meine Erkenntnis oder Erfahrung meines Selbstes auf diese begrenzte oder auf diese, jetzt auch nicht mit irgendeinem Adjektiv begrenzt oder unbegrenzt, auf diese Art und Weise, wie ich bin, zu zeigen und zu demonstrieren. Okay? Aber wenn es wirklich hergeht darum, dass ich das vergleiche und messe und beurteile, natürlich gibt es Hunderte und Tausende, die das besser erklären können als ich. Keine Frage. Der urteilende Geist wird immer eine höhere und eine bessere Assoziation finden. Ich selber. Zum Beispiel, wenn ich mir Eckhart Tolle anhöre, ja? Und
der hat eine wunderbare Ausdrucksweise und ich liebe sie oft, am Anfang nur ich zuzuhören, auch. In seiner Rhetorik. Großartig, ja, großartig. Ja? Und trotzdem, oft geht es mir so, dass ich bestimmte Dinge, das ist mir zu zerkaut, ne? Und ein bisschen zu langsam. Und so geht es mir auch mit anderen Lehrern so, dass ich nach 10, 15 Minuten ist es mir fast zu langweilig, ne? Und, oh ja, danke dafür. Und das ist, mir das einzugestehen auch mit aller Wertschätzung und aller Dankbarkeit zeigt mir auch, okay, letztendlich geht es wirklich nur darum, was ist es denn jetzt für mich gerade? Oh, ich bin gerade langweilig. Kann ich diese Langweiligkeit nehmen? Ja? Kann ich die annehmen für mich? Kann ich die ganz sein lassen in dem Moment? Und da kommunizieren wir wieder als andere. Ja? Verstehst du, es geht dann nicht um irgendeinen Lehrer, irgendeinen Meister, irgendjemanden, genau. So ist es, ja. Sondern es geht um mich. Ja? So es geht um dich, es geht um uns. Ne? Ja. Und das ist, was wir über den Kurs und auch hier in der Aleph Akademie versuchen, miteinander zu teilen. Ne? Egal in welchen Rollen wir meinen, dass wir sind in Wirklichkeit in keiner Rolle. Wir sind nicht wirklich hier. Ne? In Wirklichkeit treffen wir uns in dem Moment, in dem es um eine Ausdehnung des Lichtgedankens geht, sind wir bereits im Himmel und erfahren uns im Himmel und dehnen nur den Himmel aus und teilen nur den Himmel. Punkt. Ne? Und so, ich kenne auch die Geschichten, ne, wie es im Chat beschrieben wurde, danke Tobias, wie Papaji seine Beziehung und seine Geschichten mit Ramana Maharshi beschrieben hat und erzählt hat. Ne? Aber er hat genauso auch erzählt, wie er zu dieser Ehrlichkeit und zu seiner Selbstrealisierung gefunden hat. Ne? Und das war dann so, letztendlich war es, dass er hatte noch Familie, weil da haben sich gerade die Grenzen zu Pakistan geschlossen, das war in den 40er Jahren. Ne? Und der Ramana Maharshi hat ihn aufmerksam gemacht, was ist denn mit deiner Familie? Er konnte irgendwie in der Verbindung mit seinem Geist, hat er ihm das ganz simpel gefragt. Und Papaji war drauf, naja, ich bin ja jetzt mit dir und du bist mein Meister und wir sind da einfach und wir tun das jetzt und was soll's, es gibt ja keine Welt, ne? Haben wir alle erkannt. Ne? Und Ramana Maharshi hat ihn aufmerksam gemacht. Ramana hat gesagt, die warten auf dich und du sollst eigentlich, wenn du dich wirklich, ich kann es nicht genau wiedergeben im Wortlaut, was er ihm geantwortet hat, aber wenn du eh schon weißt, dass es keine Welt gibt und dass es keine Ich gibt, dann kannst du auch jetzt da rüberfahren und deine Familie rüberholen. Das war so in etwa. Und Papaji ist die Lade runtergehangen. Aber er konnte nicht anders, als seine Koffer zu packen. Und du darfst nicht vergessen, das war eine höchst gefährliche Zeit. Ich kenne genau die Geschichten, wie er sie in Satsang erzählt hat. Ja. Bunchaji hatte ein Om-Zeichen hier am Unterarm eintätowiert. Ne? Das hat mehr oder weniger das Om-Zeichen, war das Symbol. Er ist Hindu. Was man zu der Zeit gemacht hat, was ihr vielleicht gar nicht wissen werdet, ist, die haben gegenseitig sich massakriert im Grenzbereich. Das heißt, die Muslims haben die Hindu-Züge, das waren getrennte Züge oder ein Zug mit getrennten Compartments, also mit den, Waggons. Waggons, ja. Wie schrecklich. Waggons für die Hindus und Waggons für die Mohammedaner. Und wenn da gerade so eine Gruppe, Rebellengruppe war von den Muslims, die haben dann die Waggons, die Hindus in den Waggons der Hindus massakriert. Ja? Die haben sie alle bis zum letzten Mann massakriert. Und umgekehrt die Hindus mit den Muslims. Das ist ständig gelaufen zu der Zeit, ne? bis dann die Grenzen geschlossen waren und dann ein anderes Verhältnis politisch herbeigeführt wurde. So, es war nicht so ohne, das war höchst mehr oder weniger seine illusionäre körperliche Form war in seiner Existenz höchst bedroht. Ja, die Geschichte geht so,
er wurde wirklich geistig, innerlich geführt, dass er als Hindu sich in den Muslim-Waggon gesetzt hat. Mhm. Ja? Und wirklich, der Zug wurde angehalten und alle Hindus in den Waggons wurden massakriert. Und er kam durch, er wurde dann weiter durchgeführt, durchgelotst nach Pakistan und hat mit dem letzten Zug, hat er gesagt, ist er mit dem letzten Zug, der noch frei, wo es noch offen war, mit seiner Familie, die haben alles zurückgelassen, mehr oder weniger mit einem Koffer, sind sie nach Indien. Und das war alles durch die Reflexion seines Lehrers Ramana, der ihn mehr oder weniger darauf aufmerksam gemacht hat, dass er eine Vermittlerrolle oder eine Navigationsrolle mehr oder weniger erfüllen soll. Aber warum es mir in meinen Geist gekommen ist, war, er ist nie mehr zurückgegangen nach Südindien, ne, in Ramanashramam. Das war das Foto, was ich zuerst, bevor ich die Kamera eingeschaltet habe, was ihr gesehen habt. Das ist Arunachala, ne? Der steht für das Shiva, für die Shiva-Kraft, ne? Was ja auch nichts anderes als göttliche Lichtkraft ist, auch wenn es irgendwelche, was immer für Definitionen noch hat mit Aufhebung des Egos und so. Ne? Aber er ist dann mit seiner Familie in Nordindien, haben sie sich niedergelassen. Und er hat selbst durch diesen Kontakt mit dem Lehrer in ihm und ihn nicht als Götze zu halten, sondern in ihm selbst zu finden und diesen Ausdruck aus diesem inneren Selbst, hat er mehr oder weniger dann, ist er bekannter und bekannter geworden. Aber er war dann selbst zu der Zeit noch jahrelang einfach Familienvater, ne, und hatte mit niemandem Kontakt, außer in dem Raum, wo er gearbeitet hat, hat er ganz normale Arbeit, ne, und hat die Familie versorgt. Ne. Das hat sich alles erst während seiner Pensionszeit dann aufgetan, dass ihn Leute dann auch nach Europa, er hatte Kontakte zu Deutschland, er hatte Kontakte zu Frankreich, er hat auch ganz Europa bereist mal. Ne. Und dann sind erst Leute runtergekommen nach Indien. Er war strikt gegen alle etablierte Erscheinung. Ne? Alles, was etablierte Gruppenbildung war, war strikt dagegen. Ja? Er hat gesagt, wir brauchen nicht wieder einen Ashram, ne? weil es dabei Hierarchien geben wird, weil es dabei Unterschiede, Rangordnungsunterschiede von Verantwortlichkeiten und von wieder Götzentum damit forciert wird. Und obwohl er in seinem Herzen schon ein Hindu war und auch manchmal im Ausdruck mit seinem Kontakt mit Ramana das gezeigt hat und immer, jeden Satz hat er mit Om, ne, und mit dem Friedenssegen begonnen. Aber wir haben uns alle getroffen in einem gemieteten Haus. Das war das Satsanghaus, war ein gemieteter Platz, das sie dann, glaube ich, später, als er schon gegangen war, gekauft haben, ne. Und das war auch, was für mich attraktiv war. Ich war auch in Ashrams unterwegs, aber ich wollte wirklich als Lehrer eine Reflexion haben, der ich nicht wieder in ein religiöses, etabliertes System mich einordnen muss. Und ich denke, das hat uns Jesus mit dem Kurs jetzt noch erweitert dargelegt und demonstriert, wie wichtig das ist. Okay, meine Lieben, wir belassen es dabei. Dankeschön, wow. Danke, wirklich, danke. Wir können natürlich stundenlang weitermachen. In einer halben Stunde habe ich meine Englischklasse. Gerne, du darfst gerne weiterreden. Das ist gerne, sehr gerne. Voice from Heaven. Und einige sind eh immer wieder dabei, Martin, Manuela, ne, danke euch. Okay, es war wunderbar, diese Verbindung. Und ja, vielleicht, wie immer die Gelegenheit ist, werden wir sie nützen und auch zu unseren Aleph-Sessions hat Danke. Das natürlich Platz und ist es nicht wirklich was anderes. Ne? Ich habe nicht wirklich vor, hier irgendetwas Spezielles zu demonstrieren oder nach außen etwas oder euch zu lehren, sondern
ich sitze wirklich nur hier und höre mir selber zu und erzähle mir selber die Geschichten. Voll interessant. Und genieße selbst bestimmte Erinnerungen, die ich als energetische Erfahrung in mir halte, wertschätze und dankbar bin. Und das ist es auch schon. Alle Wertschätzung, ja. Mehr ist nicht notwendig. Ja. So, ich liebe dich. Ich liebe mich selbst. Ich liebe dich. Okay, hier ist noch ein Song. Was ist hier? Okay, es geht dann um 21.30 Uhr weiter. Und zwar mit dem Abendgebet mit Hubert. Ja, danke euch, ihr Lieben. Danke. Bis gleich. Dankeschön. Danke. 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 Danke.